das Hestensbett ist die neue Konkurrenz zur Yogamatte? Definitiv. Was kann ich tun, um nach dem Aufwachen mich erstmal zu dehnen, zu stretchen, ein bisschen aktiv zu werden, Energie zu bekommen und dann quasi gut und aktiv in den Tag zu starten? Das ist der Hintergrund unserer ganzen Yoga-Session. Eine 20 Yoga-Minuten-Session hinter uns und ich bin ja ein bisschen eigentlich mobiler. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich auch total mobil. Es ist einfach relax jetzt. Ich kann gut in der Stadt anfangen, der Tag anfangen. Wie war das für dich? Das war ja deine erste Yoga-Session auf einem Hestensbett. Kann man Sport machen auf Hestensbetten? Eigentlich schon, auf jeden Fall. Ich meine, ich würde vielleicht nicht ein von den softeren Betten nehmen, sondern eher Medium oder etwas fester. Dann geht es ganz gut. Yoga-Session, das erste Mal bei mir in einem Hestensbett, würde ich gerne mal wissen, was ist so besonders an den Hestensbett? Das Wichtige bei Hestens sind unsere Naturmaterialien. Das ist Rosa, Leinen, Baumwolle, sind alle Materialien, die atmen. Und das ist wirklich immer ein gutes Klima. Und dann arbeiten wir natürlich mit Boxsprings, ganz hochwertige Boxsprings. Und deswegen, man soll in diesem Bett hereinsinken. Das nächste, das ist ein Vorteil bei uns, man kann eine durchgehende Matratze, aber trotzdem unterschiedliche Festigkeitsgrade. Es kann ja sein, dass der Partner möchte fest und sie haben Medium ausgesucht und trotzdem durchgehend. Das heißt, eine 2,20 Meter Matratze hat unterschiedliche Härte. Kann man haben. Wenn ich so ein Bett mir kaufe, das ist ja eine kleine Investition. Wo geht's los? Wo hört der Preis auf? Also man muss ungefähr rechnen, circa ab 10.000 für ein Doppelbett und aufwärts. Aber es gibt auch jetzt die Limited Edition gerade gesagt und dann geht es ungefähr bei 7,5 los. Dieses Bett? Ja, dieses Bett oder das auf der anderen Seite ist 7,5 und hier ungefähr 11,5. Mhm. Ihr hattet aber auch mal das teuerste, habt ihr Schlagzeilen gemacht, das teuerste Bett der Welt. Ja, das ist das Vividus und können wir uns später anschauen, steht hinter. Das ist was Besonderes natürlich, wie wir das, ein bisschen Geheimnis dahinter auch, haben das alles per Hand und damit man halt bei 79.900. Ihr seid ja hier im Laden fast alle Schwedinnen. Ja. Ja. Hat sich so ergeben, ja. Können wir denn noch eine Begrüßung oder eine Verabschiedung auf Schwedisch machen? Ja, das ist wie Tübsen Tag für den Herr und ich hoffe, dass das ist die Deutsche Partie. Danke, oh hell.